Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Praxiswissen zur Elektromobilität für E-Autofahrer und Interessierte. Heute zeige ich dir die wichtigsten Dinge, die du wissen musst, um den Umweltbonus in Höhe von 4.000 Euro für dein Elektroauto zu bekommen. Wir werden uns anschauen, warum Tesla es als einziges Unternehmen geschafft hat, von der Liste der BaFa, die die Förderung kontrolliert, herunterzufallen und es doch wieder geschafft hat, raufzukommen. Und wir werden die wichtigsten Fragen beantworten, die mir in den letzten Monaten auf meinem YouTube-Kanal E-Auto-Vlog gestellt worden sind zu dem Thema, wie bekomme ich mein Geld, wie bekomme ich den Bonus. Lasst uns beginnen. Ein ganz kurzer Hintergrund für euch, die Förderung für Elektroautos und Plug-in-Hybride, natürlich auch für Wasserstoff, also Brennstoffzellenautos, ist ursprünglich mal ins Leben gerufen worden, um das Ziel von 1 Million Elektroautos bis 2020 zu erreichen. Es gibt immer wieder Beschwerden, dass die Mittel nicht so abgerufen werden, wie sich das die Gestalter dieses Programms gewünscht haben. Und ich muss selber, ich habe zweimal die Umweltprämie bisher bekommen und beantragt, sagen, es ist auch nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick denkt. Insofern werden wir heute jetzt in diesem Video erstmal die allgemeinen Rahmenbedingungen durchgehen und dann zeige ich euch die Seite, wo ihr euch ausgiebig informieren könnt, damit ihr dann auch alles richtig macht. Grundsätzlich ist es so, dass die Förderung nur für Fahrzeuge gilt, die neu gekauft werden. Also das heißt, wenn du ein neues Auto kaufst oder natürlich auch leasst, also einen Neuwagen, dann bekommst du die Förderung. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Tageszulassung kaufst, bekommst du die Förderung nicht mehr. Es ist also wirklich nur für Neufahrzeuge. Das ist das Wichtigste, was du als allererstes wissen musst. Dann muss das Fahrzeug auf der Liste stehen. Die Liste ist hier ein PDF. Ich zeige dir nachher auch den Link, wo du sie runterladen kannst. Und da stehen die Autos drauf. Zum Beispiel der Audi A3, der als Plug-in-Hybrid hier zu sehen ist, eine PHEV. Oder der i3 als BEV, also als vollelektrisches Auto. Wenn dein Fahrzeug, was du neu kaufst, nicht auf dieser Liste steht, dann ist es so, dass du dieses Fahrzeug nicht weiter fördern kannst. Also das heißt, es fällt weg. Da haben wir auch ein gutes Beispiel für das Thema nicht mehr auf der Liste bzw. keine Förderung mehr. Und zwar siehst du hier auf Position 4 den BMW 225 XE. Das ist der Plug-in-Hybrid von BMW, nämlich der Active Tourer. Und dieser wird nur noch in der aktuellen Typzulassung, nämlich 2C71, gefördert. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist aber eigentlich ganz simpel, denn ab diesem Jahr gelten neue Berechnungsgrundlagen für den Verbrauch. Und zwar der WLTP, nicht mehr der neue europäische Fahrzyklus. Und der BMW schafft es nicht mehr, eine weitere Grenze, die ist wichtig für Plug-in-Hybriden, zu erreichen. Nämlich dein Plug-in-Hybrid muss weniger als 50 Gramm CO2 pro 100 Kilometer ausstoßen. Und das schafft er nicht mehr, weil er über den neuen Fahrzyklus mehr verbraucht. Heißt, wenn dein Plug-in-Hybrid zu viel CO2 ausstößt, wird er nicht gefördert. Bei den Plug-in-Hybriden ist es sowieso so, dass du nicht 4.000 Euro Förderung bekommst, sondern nur 3.000. Bei der Prämie ist es so, dass sich die Hersteller und die BaFa die Prämie teilen. Das heißt, 2.000 Euro beim Elektroauto kriegst du vom Hersteller, 2.000 Euro kriegst du direkt von der BaFa. Für dich als Unternehmer ist wichtig zu wissen, dass die 2.000 Euro vom Hersteller netto sind, also zuzüglich Mehrwertsteuer, und du von der BaFa nur die 2.000 Euro netto erhältst. Was gibt es noch für Grundlagen, auf deren diese Entscheidung getroffen wird? Das Auto muss auf der Liste sein. Das Auto ist nur auf der Liste, wenn es weniger als 60.000 Euro netto kostet. Also der Listenneupreis des günstigsten Fahrzeuges muss unter 60.000 Euro netto liegen. Und genau da landen wir auch beim Thema Tesla. Was hat Tesla gemacht? Um sein Model S zu fördern, hat es ein Komfortpaket erfunden, was dazu führt, dass der Neupreis des Tesla Model S unter 60.000 Euro netto liegt. Aber das Problem war, Tesla hat dieses
Model S zwar angeboten, aber wenn man es bestellen wollte, nicht ausgeliefert. Dann wurde gesagt, nein, das gibt's nicht. Das Ganze ging dann durch die Presse, die großen Zeitschriften haben das aufgenommen und danach hat die BAFA gesagt, nee, dann ist das Model S nicht mehr auf der Liste. Ich hatte das Glück, ich habe den Bonus noch bekommen. Jetzt ist es so, dass dieses Komfortpaket auch wirklich bestellbar ist. Also das heißt, du kriegst hier ein Tesla Model S zum Bruttopreis von 70.000 Euro. Netto sind wir unter 60.000 Euro. Diesen kannst du definitiv bestellen und deswegen ist es auch wieder auf der Liste. Das ist sozusagen die positive Nachricht für alle, die einen Tesla kaufen wollen. Aber Bedingung ist, dass dieses Fahrzeug noch auf keinen anderen zugelassen worden ist, sprich, dass es ein Neufahrzeug ist. Am besten gehen wir jetzt mal zur BAFA-Seite. Dort sind nämlich alle häufigen Fragen und Antworten aufgeführt. Die können wir mal kurz durchgehen, sodass ihr einen guten Überblick dafür bekommt, was alles erforderlich ist. Der Link ist wie üblich unten unter dem Video in der Beschreibung des Videos und insofern für euch gut erreichbar. Hier haben wir noch den aktuellen Hinweis, der, ich denke mal, in Kürze verschwinden wird zum Thema Tesla Model S. Und dann geht es zu den weiteren Bereichen des Förderverfahrens. Wer ist alles antragsberechtigt? Hier ist im Prinzip fast jeder antragsberechtigt. Das heißt, du kannst private Person sein, du kannst ein Unternehmen sein, Stiftung, Körperschaft, Vereine. Alle öffentlichen Einrichtungen sind nicht antragsberechtigt und natürlich auch Automobilhersteller. Was ist der Gegenstand der Förderung? Es wird nur der Erwerb von neuen Fahrzeugen gefördert. Und das Interessante ist aber auch von Leasingfahrzeugen. Du kannst also zum Beispiel mit dem Umweltbonus dann auch eine Anzahlung auf deinen Leasingvertrag machen und die Leasingrate reduzieren. Und das ist eine durchaus interessante Möglichkeit. Du kannst ein reines Elektroauto fördern lassen, da kriegst du 4.000 Euro insgesamt, Hälfte vom Hersteller, Hälfte vom Bund. Du kannst Plug-in-Hybride nehmen, das sind wie gesagt 3.000, die Hälfte wieder Bund und Hersteller und Brennstoffzellenfahrzeuge. Die Art und Höhe der Förderung, das sind die 2.000 Euro, wenn du gar kein CO2 ausstößt, sprich ein Elektroauto fährst, wenn es weniger als 50 Gramm pro Kilometer, ich hatte vorhin glaube ich 100 Kilometer gesagt, also pro Kilometer sind, dann kriegst du 1.500 Euro. Wichtig ist, dass das Fahrzeug auf dich, also auf den Antragsteller zugelassen werden muss, also eine Erstzulassung und mindestens 6 Monate zugelassen bleiben muss. Für die Antragstellung steht hier auch ein elektronisches Formular zur Verfügung. Es ist ein etwas komplizierteres Verfahren. Es ist natürlich nicht einfach. Also du hast ein zweistufiges Verfahren. Die erste Stufe ist der Antrag. Mit dem elektronischen Antrag ist der Kauf- oder Leasingvertrag hochzuladen. Der Vorteil ist, dass du die Möglichkeit hast, so direkt beim Kauf, also wenn du den Kaufvertrag unterschrieben hast, des Fahrzeugs diesen Antrag zu stellen. Du musst aber mit berücksichtigen, dass dieser Zuwendungsbescheid, also wenn du sozusagen das Okay bekommst, dass du den Bonus bekommst, nur einen gewissen Zeitraum gültig ist. Soweit ich weiß, sind das 6 Monate. Das heißt, wenn du jetzt ein Elektroauto kaufst, was eine Lieferzeit von, sagen wir mal, 12 Monaten hat, würde ich jetzt noch nicht den Antrag stellen. Denn es geht natürlich nach dem, wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzip. Wenn der Fördertopf irgendwann ausgeschöpft ist, dann bekommen diejenigen, die zu spät den Antrag gestellt haben, das Geld nicht mehr. Aktuell gibt es da keine Probleme, es ist genug Geld da und dementsprechend kannst du mit großer Sicherheit auch noch in ein paar Monaten die Förderung bekommen, wenn jetzt nicht was ganz Unvorhergesehenes passiert. Wichtig ist, dass du bei dem Kauf oder beim Leasing deines Fahrzeugs vom Hersteller 2 Rechnungen bekommst. Du brauchst einmal eine Rechnung, in der zu sehen ist, dass der Hersteller dir den Umweltbonus, also seinen Anteil, wirklich gezahlt hat. Nehmen wir ein Beispiel, du kaufst ein Auto für 32.000 Euro, dann musst du 2 Rechnungen haben, nämlich eine, auf der dieser Preis von 32.000 Euro steht und dann einmal der Preis von 30.000 Euro, sodass die BAFA sehen kann, dass der Hersteller auch wirklich diese 2.000 Euro abgezogen hat und dir nur 30.000 in Rechnung stellt. Das hört sich einfach an, ist aber hier und da etwas kompliziert. Nur zum Beispiel bei Tesla, die sind nicht in der Lage, 2 Rechnungen zu erstellen. Also
Wenn du dir einen Tesla kaufst, mach das so, dass du dir die Rechnung bzw. Kalkulation, wo der Umweltbonus zu sehen ist, auf jeden Fall aufhebst. Das ist meist der erste Beleg, den du bekommst, und der zweite Beleg ist dann die tatsächliche Rechnung, die du dann auch bezahlen musst. Das ist also ganz wichtig. Du brauchst diese beiden Belege, sonst kriegst du den Bonus nicht. Bei anderen Herstellern ist das kein Problem. Zum Beispiel bei unserem BMW i3 war es gar kein Ding. Zwei verschiedene Rechnungen bekommen. Einmal war der Umweltbonusanteil vom Hersteller ausgewiesen, einmal nicht, und gut war. Dann, wenn das Auto zugelassen ist, kommt sozusagen die nächste Stufe. Die zweite, der Verwendungsnachweis. Im elektronischen Verwendungsnachweisverfahren ist die Rechnung bei Kauf und ein Nachweis für die Zulassung des Fahrzeugs, also Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2, hochzuladen. Du musst das alles in dieses Formular, in dieses Portal hochladen. Und wenn du das dann hochgeladen hast, dann kriegst du immerhin auch das Geld auf dein Konto überwiesen. Wenn ich das mir jetzt so anhöre, hört sich das auf der einen Seite kompliziert, auf der anderen Seite aber auch einfach an. Aber ich muss gestehen, ich habe kein einziges Mal bei dem Umweltbonus, den ich beantragt habe, das ohne Nachfrage von der BAFA geschafft. Dann fehlte hier wieder ein Beleg und dort etwas, und ich das unter dem falschen Begriff hochgeladen. Es ist also kompliziert. Verzweifle nicht, wenn es ein bisschen dauert. Aber zum Glück ist die BAFA da auch recht geduldig. Und ja, auch recht zügig beim Bearbeiten. Ich habe im Forum gelesen, dass andere da schon größere Schwierigkeiten hatten, teilweise Monate drauf warten mussten. Bei mir hat das in beiden Fällen so, ja, 6 bis 8 Wochen gedauert, immer pro Stufe. Also 6 Wochen, nachdem ich den Antrag hochgeladen hatte, Stufe 1, kam dann der Bescheid, dass ich den Bonus bekomme. Dann musste ich ja in der zweiten Stufe die Zulassungsbescheinigung hochladen, und dann kam so 6 bis 8 Wochen später das Geld. Also das funktioniert wunderbar. Und in dem Zusammenhang für dich auch nochmal die entscheidende Frage: Es ist egal, wie viele Elektroautos du kaufst, du kriegst den Bonus immer und immer wieder. Wenn ich zum Beispiel 2, 3 oder 4 Autos für eine Firma kaufen will, dann bekommt diese Firma dir Bonuszahlung mehrfach. Oder wenn du als Privatperson ein, sagen wir mal, Langstreckenfahrzeug und einen Zweitwagen kaufen willst, kriegst du es auch doppelt. Also es gibt keine Begrenzung. Du kannst so lange, so oft diesen Bonus beantragen, bis der Fördertopf ausgeschöpft ist. Und insofern mach dir also keine Gedanken. Du kannst hier mehrfach das nutzen. Ja, soweit zu dem Überblick. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn du den Bonus haben willst, musst du einen Neuwagen kaufen. Dieser Neuwagen muss auf der Liste von der BAFA stehen, dass er gefördert werden kann. Der Neuwagen darf nicht mehr als 60.000 Euro netto vom Listenpreis für das Modell gekostet haben. Du kannst also problemlos zum Beispiel ein Model S kaufen, was 150.000 Euro kostet, und kriegst trotzdem den Bonus. Wenn du den Bonus haben willst, brauchst du zwei Rechnungen von deinem Hersteller, nämlich eine Rechnung, die den Umweltbonusanteil des Herstellers enthält, und eine ohne, nämlich die, die du dann bezahlen musst. Du musst die Unterlagen zur BAFA hochladen in zweistufigen Verfahren. Im ersten Verfahren wird sozusagen geprüft, ob du überhaupt eine Anspruchsberechtigung hast. Wenn du eine Firma, Verein, Stiftung oder Unternehmen bist, ist das der Fall. Dann im zweiten Fall wird geprüft, ob du die Mittel auch richtig verwendet hast, sprich, du musst deine Zulassungsbescheinigung einreichen für dein Elektroauto oder Plug-in-Hybrid. Und das war's. Und schon kriegst du insgesamt 4.280 Euro, weil du ja das inklusive Mehrwertsteuer bekommst, zumindest zum Anteil. Und dementsprechend sind es eigentlich mehr als 4.000 Euro, aber man sagt immer 4.000 Euro. Ja, und das war's. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen, deinen Umweltbonus zu bekommen, denn ich finde es wichtig, dass die Elektromobilität gefördert wird und du eben halt auch in den Genuss dieser Förderung kommst. Und vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis für dich: Erkundige dich auch bei deinen Energieversorgern, ob der nicht vielleicht ein Förderungsprogramm hat, oder bei deiner Stadt. Denn häufig haben die Stadt, Landkreis Förderungsprogramme für Elektroautos. Teilweise sind sie richtig wertvoll. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du auch in Zukunft von mir weitere Videos sehen willst, stell auf jeden Fall über die Glocke die Benachrichtigung ein, damit du immer wieder, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, die Benachrichtigung bekommst, dass ein neues Video oben ist. Denn es kommt nicht täglich ein Video wie bisher, sondern immer wieder
wertvolle Infos, 3 wertvolle Videos mit Praxisinformationen pro Woche und natürlich dann noch der Nachrichtenüberblick, wie gewünscht, der gesamten Woche. Also freue dich auf die nächsten Videos. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Hinterlass deine Kommentare, deine Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen. Ich freue mich immer, wenn ihr mein Video ergänzt und es noch wertvoller macht. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, dein Dirk Henningsen vom eAutoVlog.